Amtsdeutsch ist hier unangebracht. Frankfurter Zoll, Postkontrolle. Zwei Beamte der sogenannten Überwachungsgruppe suchen nach Drogen. Was hältst du hiervon? Gut. Sieht gut aus, ne? Mal gucken. Da war es ja auch schon. Guck mal hier. Ja. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das könnte eine Luftblase sein, aber dafür ist es zu dicht hier hinten. Wenn wir davon ausgehen, dass das Dosen sind und vielleicht ein Pulver oder eine Flüssigkeit sich darin befindet, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass so ein heller, durchgehender Streifen hier zu sehen ist. Wie hier auch nochmal, ja, wenn man das so sieht. Und hier auch. Also wir holen die Sendung jetzt raus und gucken sie uns genauer an. So, jetzt haben wir hier, schau mal, Peter. Ja. Honig. Also wie gesagt, die Form. Lass mal beide durchlaufen, bitte. Bisschen, Moment, warte, ich leg sie alle drauf. Ich leg sie alle drauf, warte. Okay. Ab geht er. Okay, ab geht's. Also jetzt werden wir gleich schlauer sein. Ja. Also definitiv sind da jetzt Fremdkörper drin. Aufmachen. Kann man hier wunderbar sehen. Hier. Da sind diese Unterbrechungslinien, dass da praktisch jetzt der Honig drumherum ist. Und da ist ein Fremdkörper, weil der jetzt auch eine andere Farbe hat als das Zeug hier. Hier, da sieht man es jetzt auch, diese Unterbrechung. Das ist ein Indiz für uns. Oder hier kann man wunderbar erkennen, dass hier so ein Klumpen, nenne ich das mal, drin ist. So. Öffnen wir mal eins, schütten wir es mal aus. Also wenn wir es so gegen das Licht halten, momentan sehen wir noch nichts. Sehr klebrig. Ah, ich kann schon was sehen. Okay, dann schützen wir aus hier in den Beutel. So. Du bist nicht beim Sherry einschenken. Ja. So. Ich glaube, das reicht. Ja, das langt. So, und da haben wir das Ergebnis positiv. Ich schätze mal, wie viel wiegt das Teil? 200 Gramm. Also ganz grob geschätzt 200 Gramm. In jeder Dose. Dann sind wir bei 5 Dosen, sind wir dann bei 1 Kilo. Das heißt, das sind 200.000 Euro. Ja. Was jetzt hier an Straßenwert in diesen Paketen ist. Das kriegt man nicht raus. Das ist so fest eingeklebt. Wir würden das jetzt zerstören. Wir würden das kaputt machen. Nee, dann lass es drin. Das kriegt man nicht raus. Mhm. Und jetzt müssen wir uns halt nur beeilen, dass das, weil es ist eine EMS-Sendung. Das heißt, sie wird wieder zugestellt werden, in jedem Fall zugestellt werden. Jetzt müssen wir die notwendigen Papiere ausfertigen, Sicherstellungsanzeige schreiben. Der ganze Schriftkram. Den ganzen Schriftkram praktisch erledigen. Das unmittelbar dem Zollfahndungsdienst zustellen. Die werden wir auch gleich anrufen und in Kenntnis davon setzen. Und dann wird das sicherlich auf dem schnellsten Wege höchstwahrscheinlich heute noch nach Spanien geschickt und dann morgen zugestellt. Um den Empfänger dann zu überführen? Um den Empfänger natürlich zu überführen. Es kann durchaus passieren, dass ein Kollege vom Zollfahndungsdienst das Paket jetzt nimmt und selbst nach Spanien fliegt, um das dort zuzustellen. Ja, das kann. Damit der Empfänger nicht auf den Verdacht kommt, dass es irgendwo hängen geblieben ist. Genau, dass es nirgendwo hängen geblieben ist. Der Zeitfluss darf nicht unterbrochen werden. Das ist jetzt das hohe C. Rund 60 Grenzbeamte filtern am Frankfurter Flughafen illegale Waren aus der Post. Über 300 Mal wird jährlich gegen den Artenschutz verstoßen. Pakete mit Pflanzen und Tieren kommen nicht ohne Prüfung an Zöllnerin Jeanette Schulz vorbei. Ach Fred, Entschuldigung, aber sind die Schmetterlinge schon drin? Ja, das soll eine Handtasche sein. Aus Zebrafell. Synopterus, Brachiotis. Ich glaube, das sind Flughunde. Ich muss jetzt eben unterscheiden, ob das jetzt tatsächlich Flughunde sind oder Fledermäuse. Das scheint halt Fliegen zu sein. Könnte auch artgeschützt sein, ob das jetzt von einem Museum direkt kommt oder nicht. Ich habe hier einen Mantel, einen Blaufuchs. Aber das sind die Pfoten vom Blaufuchs. Das sind auch Larven. Ja, die sind tot. Lebende Insekten? Du musst auch noch eine Sendung mit Schmetterlingen unten stehen haben. Cypinoide, Cypinus. Jetzt werde ich mal recherchieren, was es sein könnte. So ein Exemplar habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Das ist jetzt die dazugehörende Schädelplatte. Und dieser zweite Schädel ist uns noch unbekannt. Da müssen wir erst rausfinden, von welchem Vogel der stammt. Ja, da habe ich jetzt gerade frisch reinbekommen. Muss ich gerade schauen, was der Kollege draußen angekreuzt hat. Lebende Pflanzen. Da schreibt er kaktusähnlich.
Werde ich mir mal anschauen. Ja, das scheint jetzt tatsächlich ein Kaktus zu sein. Genau kann ich das jetzt noch nicht sagen. Also ich habe so einen noch nie gesehen. Der Anmelder hat jetzt auf der Zollinhaltserklärung davon nichts erwähnt. Er schreibt Musterware, ja, keramische, ja, irgendwas aus Keramik. Ein Schwindel steckt das Paket doch voller Leben. Offensichtlich soll die Sendung aus Thailand am deutschen Zoll vorbeigeschleust werden. Kakteen sind bis auf wenige Ausnahmen artengeschützt. Sie dürfen die Grenze nicht ohne Genehmigung passieren. Also ich habe jetzt schon den Verdacht, dass es jetzt ein Kaktus ist. Und da ich da den Verdacht habe, muss ich ein Gutachten machen lassen, weil es könnte ja auch sein, dass es doch keine Kaktee ist, dass es zum Beispiel jetzt nur eine Pflanze ist, die so ähnlich aussieht. Und wenn ich dann eine Beschlagnahme machen sollte und es jetzt nicht betroffen vom Artenschutz, dann wäre das natürlich nicht so gut. Deswegen erst ein Gutachten und dann die Beschlagnahme, wenn es tatsächlich eine Kaktee sein sollte. Fünf Kokaindosen werden wieder mit Honig befüllt. Die Verpackung soll unversehrt aussehen. Bei der Zustellung der Lieferung könnte der Drogenempfänger sonst Verdacht schöpfen. Schmeißen wir gleich weg. Ja, geht mal weg. Okay. So, ich mach das jetzt wieder zu. Um Schmuggler zu überführen, wird auch ein anderes Paket zum Schein ausgeliefert. Noch an diesem Tag. So, hier handelt es sich um eine EMS-Sendung. Dieses Mal aus Panama. Und geht nach London. EMS heißt Express. Express Mail Services, ja, genau. Also schnell muss es gehen. Sehr schnell. Ja. Und hier handelt es sich um 4 Dosen, die dem äußeren Anschein nach eine Creme beinhalten. Wenn wir die Dosen jetzt allerdings mal drehen und in dieser Position röntgen, dann können wir hier sehr schön feststellen, dass wir hatten gesehen, die Deckel sind hier. Hier sehen wir leicht das Gewinde, hier auch das Gleiche. Die cremige Substanz mit kleinen Lufteinschlüssen hier. Und unter dieser Substanz befindet sich gut abgehoben noch etwas weiteres. Die Creme hier oben, die Creme auch hier oben. Dann das hier rausnehmen und in der Dose drin, unten drin, dann. Oh. Was? Extrem, also Kokain. Also im frischen, im feuchten Zustand verpackt, in eine Form gepresst, als Rohling. Machen jetzt einen Anruf bei der Fahndung und werden das dann auch schnell dann zustellen. Ja, morgen. Wir hätten da 3 Sendungen für euch. Und zwar von Lima 2-mal nach Spanien. Einmal 1 Kilo, einmal 400 Gramm. Also das Kilo ist eine Ems, die müsste sehr schnell bearbeitet werden. Die 400 Gramm ist normale Post. Und dann haben wir noch 500 Gramm auch von Lima nach London. Ist denn der Thomas, der Kollege da? Der ist in Berlin, aha. Alles klar. Also ich mach das fertig, sodass ihr das gleich loslegen könnt. Alles klar, ciao. Und dann wird das Verdeck dann übergeben? So wird es sein. Und wenn das annimmt, dann hat er verloren? Wenn das annimmt, hat er verloren. Wir hoffen, dass er es annimmt und wir hoffen auch, dass er verliert. Weil sonst wäre ja unsere Arbeit wenig von Erfolg gekrönt. Ein gewurzelter Kaktus. Art. Nicht bekannt. Klammer zu. Sieht selten aus. Ist eigentlich so eine seltene Art, die ich noch nie hatte. Im Zollauftrag soll das Stachelgewächs zur Schädlingskontrolle. Bei Ralf Rudolf Völler ist der Kaktus in guten Händen. Seit Jahren transportiert der Postmann pflanzliche Gefahrengüter.
Schädlinge kann man oft so gar nicht sehen mit dem bloßen Auge. Was ich sehen kann, sind keine momentan. Also was sichtbar ist, direkt sichtbar, sieht man gar nichts. Kommt darauf an, ob er Bakterien hat oder sonst irgendwelche Mikroorganismen. Die legen dann ganze Plantagen nieder, vernichten diese. Ist durchaus möglich. Nur wenn die heimische Flora nicht bedroht wird, darf ausländisches Grünzeug in die deutsche Botanik. Morgen. Der Kaktus muss daher vorgeführt werden, bei der phytosanitären Grenzkontrollstelle. Ein Mitarbeiter des Pflanzenschutzdienstes sucht nach Parasiten. Guten Morgen. Die Post ist da. So, ich habe einen Wurzler Kaktus. Ist der Hauskaktus deklariert worden? Keramik, nee, wie das letzte Mal. Ja, auch Keramik. Falsch deklariert worden. Ja. Als Keramik. Hat auch schon mal falsche Angaben gemacht. Falsche Angaben gemacht. Ne? Und, ja. Er wollte wahrscheinlich das am Pflanzenschutz vorbeischleusen. Ne? Nur kurze visuelle Beschau. Es darf keine Erde dran sein. Erde ist ganz wichtig, darf keiner eingeführt werden. Wenn wir jetzt irgendwas gesehen hätten, irgendwelche Fraßbilder drauf, irgendwelche Löcher oder irgendwelche Gelege, aber so hat man jetzt gesehen, ist nichts Außergewöhnliches drauf, augenscheinlich. Da wird jetzt Einfuhr zugelassen, den Stempel. Der darf jetzt ins Land, ja? Der darf ins Land, ganz genau. Von eurer Seite her ist er okay. Was jetzt der Zoll entscheidet, das ist eine andere Sache. Der ist noch lange nicht im Land drin. Das war hier eine Holzschatulle, da ist aber nichts eingearbeitet. Diverser Schmuck noch, das sind Lebensmittel. Da liegt noch was drunter. Das nichts ist drunter, ja Creme, sind, ne? Nein, nein. Was Schätze, das? Das sind Gewürze. Könnte vielleicht ein bisschen Salz drin sein, dass dadurch das anorganische, das Grüne drauf. Das sind so abgeknickte Verschlüsse. Ach! Weißt du, welche ja, ich meine? Ja. Wo das sein mag. Regenerator Circulatorio. Das riecht nach Zitrone. Ja. Noch mal ein ESA-Test. Ja. Ein Pulver. Ach, hier steht verbesserndes N. Neuroprotektor, was auch immer das ist. Ministro de Salud. Steht auf Deutsch drauf. Toll. Gut. Ist aber leider nicht die gewünschte Reaktion ein, wie wir uns erhofft haben. Nö. Auch eine Tonne. Kann ich wieder einpacken? Ja. Drüben, der Peter hat einen Aufgriff. Moment. Hast du mal eine Kneifzange? Wie? Ja, danke. Ja, genau. Möchtest du diesen benutzen? Ja. Da ist das Röntgenbild. Was könnte das sein? Marihuana. Bitte? Marihuana. Nee, das war das Falsche, glaube ich. Lass mich mal gerade nur durchlaufen lassen. Das sieht sehr gut aus. Marihuana, klar. Herzlichen Glückwunsch. Ich leg mal die anderen zwei drauf für dich. Moment, warte. So, und jetzt nehmen wir sie mal alle vier. 1, 2, 3, 4. Gucken Sie mal. Das ist ein Paket, in dem was reingelegt worden ist. Aber woran sehen Sie, dass es Marihuana ist? Ja, aus Nairobi kann es im Prinzip nur Marihuana sein. Lutz, ja. Holst du mir bitte mal eine Tüte? Natürlich, Moment, Sekunde. Als was ist es denn ursprünglich deklariert? Ja, das ist Maismehl. Aber ich fühl's hier schon, dass hier was drin ist.
So, halt auf. Und aufpassen, dass der Fremdkörper da jetzt rausfällt. Ups. Ja, das fühlt man schon, dass das Gras ist. Marihuana. Machen wir einen Schnitt? Ja, machen wir. Da haben sie es. Na, was will man riechen? Oh ja, aber einwandfrei. Ja. Das ist eine schöne Sache. So um die 200 Gramm ungefähr. 150, 200 Gramm sind es. Insgesamt. Artenbestimmung beim Gärtnermeister. Ein Sachverständigengutachten soll Gewissheit schaffen. Ist das Teigewächs tatsächlich ein Kaktus? Zumindest etwas ganz Besonderes, wie schon die vorläufige Einschätzung des Pflanzenexperten zeigt. Das ist eine Veredelung. Habe ich einen Hylocereus veredelt. Ein Astrophytum wahrscheinlich. Da kann ich jetzt schon sagen, dass das keine Pflanze ist vom Naturstandort, sondern dass die künstlich im Labor gezüchtet ist. Wahrscheinlich mit Röntgenstrahlen oder Radioaktivität irgendwie behandelt, damit es eben künstliche Mutationen gibt. Und die schönsten werden dann eben rausgesucht und werden, da die selten richtig lebensfähig sind, auf eine geeignete Unterlage veredelt. In dem Fall auf Hylocereus undatus. Also Sie haben schon gesehen, dass Sie jetzt hier nicht im Gewächshaus sind, sondern in einem, ja, im Vorraum, wenn da irgendwelche Schädlinge oder irgendwas dran wären, damit wir die nicht gleich in unsere Gewächshäuser reinholen. Also die werden auch pflanzenschutztechnisch bei uns auch noch mal begutachtet. Nichts gegen Zoll und was sonst noch so ist, Pflanzenschutzdienst, aber wir gucken trotzdem noch mal drüber. Das ist zu gefährlich, das Risiko ist zu groß für uns. Wenn das illegal war, was jetzt hier gebracht wurde, dann wird die Pflanze uns übereignet. Das heißt, wir sind zur Aufbewahrung verpflichtet im Namen der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn derjenige, der das Paket geschickt hat oder in Empfang genommen, wie auch immer, beweisen kann, dass es legal war, dann bekommt er die Pflanze wieder zurück. Also das sind zwar keine Kakteen, aber das ist eigentlich schon ein ziemlicher Hammer hier, weil hier sind jede Menge Orchideen vom Naturstandort dabei. Und das ist jetzt, kann man jetzt schon sehen, dass das also schon von den Bäumen gepflückt ist, sag ich mal. Und das ist dann auch eine Menge. Ich glaube, da könnte jemand richtig Probleme bekommen. Die Tropenpflanzen kommen aus Vietnam und wurden zuvor vom Zoll entdeckt. Der Fund ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Die extrem seltenen Orchideen stehen unter strengem Artenschutz. Also die sind ganz bestimmt aus der Natur hier. Solche Polster würden im Gewächshaus so wahrscheinlich, also würden wahrscheinlich nicht wachsen. Was ist die Motivation, das hierher zu schicken? Geld zu verdienen, das wäre die erste. Also wenn jemand das gewerblich macht und das verkaufen will. Und die zweite Motivation wäre dann eben für die, wenn es ein Liebhaber ist, seine Sammlung zu vergrößern. Und im Extremfall, warum stiehlt jemand einen Van Gogh und hängt ihn sich in den Safe und niemand sieht's mehr? Also das wäre so das, sag ich mal, so das andere Extrem. Ich weiß, dass in der Vergangenheit einzelne Orchideen mit Zehntausenden von D-Mark gehandelt wurden. Und es gibt auch heute Arten, die sehr, sehr selten sind und vom Aussterben bedroht sind, wo auch sehr viel Geld bezahlt wird. Auf dem Laufzettel steht Kaviar. Jetzt schaue ich mal, ob es auch welcher ist. Also laut dem Bild soll da Stör enthalten sein. Und Stör ist geschützt, ist artengeschützt. Das weiß ich schon. Ich muss jetzt nur prüfen, ob diese Sendung auch tatsächlich Kaviar vom Stör enthält oder von anderen Fischen. Man muss natürlich da auch aufpassen, wie die transportiert werden. Normalerweise müssen die gekühlt werden. Der hier scheint schon ein bisschen undicht zu sein. Man sieht es auch. Das ist schon ein wenig schleimig, so ein bisschen weißer Schleim drin. Und das ist schon natürlich so ein Hinweis, dass es jetzt verdorben sein könnte. Kannst du da vielleicht gerade noch mal gucken, von den Bestandteilen hier, was da drin ist? Also hier auf dem Deckel steht Folgendes. Ikra, Produkt, Gotovku Potriblenio, also Produkt ist zum Verzehr geeignet. Ikra ist eine Bezeichnung, also heißt Fischeier. Es muss nicht heißen vom Stör oder kann von jeder anderen Fischart auch sein. Hier unten sind nochmal Inhaltsangaben zum Produkt. Es steht zum Beispiel 100 Gramm Produkte, содержится 5-4 Gramm Жира, Белки, пищевая ценность, also Nährwert von dem Produkt. Also sind auch Farbstoffe drin, genau, oder? Weil der sieht richtig, sehr schwarz genau aus. Echter Kaviar ist hier ein Qualitätsprodukt und diese Färbung deutet darauf hin, dass es um andere Fischeier sich handelt. Auch wenn hier ein Stör abgebildet ist. Ist das und der Stör so an sich ist auch im Text nirgendwo erwähnt. Der Stör ist auch nicht irgendwo im Text erwähnt.
Nee, in den Genuss vom echten Kaviar kam ich auch nicht in Russland. Das ist auch in Russland ein Produkt, was für eine privilegierte Schicht der Gesellschaft. Es gab mal Zeiten in Russland, wo das an der Wolga zum Beispiel, da gab es damals auch Fang vom Stör, da gab es auch, dass die das, auch die breite Masse das genießen dürfte. Aber wie gesagt, auch zur Zeit in Russland, da gibt es auch Fangquoten im Kaspischen Meer. Und es ist auch nicht so, dass jeder das, es kostet auch dort einiges. Sachverständigengutachten per Fax. Der Kaktus ist völlig verstrahlt. Kann der Mutant trotzdem artengeschützt sein? Das Hauptzollamt muss helfen. Herr Schulz, Postverfertigung, hallo. Ja, hab mal wieder eine kleine Frage. Und zwar, ich habe hier einen Kaktus heute für ein Gutachten weggebracht und hab wegbringen lassen und habe das Gutachten gerade per Fax bekommen. Da hat er geschrieben, es handelt sich um eine Veredelung auf Hylocerius undatus. Die Veredelung ist eine Mutation von Astrophytum Asterias, Bischofsmütze. Die Mutation ist künstlich vermehrt und gibt es in der Natur so nicht. Heißt das jetzt, dass das da ausgenommen ist? Bedeutet das das? Also ich bin da nicht so sicher. Ein genmanipulierter Kaktus steht unter zollamtlicher Aufsicht. Das Gewächs könnte vom Aussterben bedroht sein. Beamtin Schulz hatte daher eine Artenbestimmung angeordnet. Das heißt, kein Schutz betroffen und weiterschicken. Okay, dann trotzdem danke. Ja, tschüss. Ja, also ich habe jetzt auch gerade noch mal die Bestätigung bekommen, dass es tatsächlich zutrifft, dieser Absatz, dass genau diese, ja, diese Veredelung, die hier genannt ist in diesem Gutachten, dieses, die hier auch in der Ausnahme genannt ist. Das heißt, es ist jetzt nicht vom Artenschutz betroffen, das ist eine Ausnahme. Und ich brauche keine Beschlagnahme machen und der Empfänger bekommt die Pflanze zugeschickt. Nicht aber nach Hause. Erst gegen Vorlage einer glaubwürdigen Rechnung kann der Empfänger seinen Kaktus auslösen, beim Heimatzollamt. Um die Abfertigung zu umgehen, war die Pflanze als Keramik deklariert worden. Normalerweise gehen wir schon nach der Zollinhaltserklärung, aber da die Inhaltsangabe nicht mit dem Inhalt übereingestimmt hat, kann ich auch davon ausgehen, dass der Wert nicht stimmt. Ich meine, man schaut natürlich, dass man das jetzt artgerecht in Anführungsstrichen macht, aber letztendlich ist der Empfänger ja selber schuld, wenn er erstens die Pflanze verschicken lässt und dann die Unterlagen nicht beilegt, die eigentlich dabei sein müssten. Also wenn jetzt die Pflanze tatsächlich eingehen sollte, ist das ja nicht Zollschuld, also das ist der Empfänger schuld. Und von daher werde ich jetzt eine Weiterleitung ans zuständige Binnenzollamt machen. Ist halt schade für den Kaktus, aber ja, wie gesagt, der Empfänger kriegt die Schuld.